Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Hier sind wieder Floppy. Und Floppietchen. Und wir spielen wieder King's Quest 3. Der Männinnenteil. Der Männinnenteil, ja. Ja, yay. Floppinchen liebt Männinnen. Sehr. Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Especially so vor allem nach der Story, so die wir jetzt herausgefunden haben, nochmal. Ich hatte das echt vergessen, dass der so schlimm war, Männinnen. Was machen wir jetzt? Ich würde jetzt mal das mit den Büchern ausprobieren. Ich meine, die Zeit ist ja noch grün. Und wir hatten doch gelesen, dass vorherige Quirion praktisch da einen Weg entdeckt hat in so ein geheimen Labor oder sowas. Ne? Muss man uns die Bücher anschauen. Ne? So many books line the bookshelf. You wonder when Mananen has time to read them all. Titles cover many subjects from ancient Arabic mythology to a study of the heavens to the philosophies of Socrates. Muss man die anpacken? Carefully examining the bookshelf, you notice something unusual about one of the volumes. Only the spines are apparent, and they seem to be stuck together. There's something unusual about these books. Though you've never read one in depth, these seem to lack just that. Einfach nehmen? Ah, okay. Hast du die Kombination? Ich hatte das abfotografiert. Ja, also erst das zweite, dann das dritte, dann das erste, dann das vierte und dann, warte, weiß ich nicht. Was ist das? Erste? Ja, ich bin... Das zweite, das dritte, genau. Entschuldigung. Nochmal neu. Geh mal wieder. Nee, geh mal da. Der Männer wacht gleich auf. Wir probieren das lieber, nachdem mal wieder wach ist. Weißt du? Okay, okay. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Der alte Drecksack. Ja. Wie wir ihn lieben. Was auch mit dem Bild reden. Er ist so ein richtig netter alter Oppi. Ja. Gehen wir in unser Zimmer, oder? Juhu. Bis er wach ist. Hol uns selber mal aus. Ja. Ich denke mal, dass er wach ist. Den und uns gleich wieder anschnauzt. Ja? Missing. You will pay for your insolence. Ah, okay. Das heißt, wir müssen den immer zurücklegen. Don't let him find it missing next time. Okay. Das heißt, es reicht nicht, das zu verstecken, man muss den nochmal zurücklegen. Den Zauberstab. Das da? Denke. Ja, ich würde sagen, das ist der Zauberstab, oder? Guck mal ins Inventar. The magic wand is cool. Und wo war der? Der war unten in dem Schränkchen. In seinem Büro. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir den Schlüssel dann auch brauchen. Weiß ich mein? Ist das nur offen? You try to turn the handle, but Kacke. Nochmal zurück. Didim. Ich dachte halt, wenn wir das verstecken, reicht das. Aber anscheinend nicht. Also alles kannst du wegholen, außer seinen Zauberstab. Man muss den Schlüssel auch nochmal retrieven. Der da. Ja, soll aber genug Zeit sein jetzt. Bin trotzdem angespannt. Ich weiß, das magst du nicht mit der Zeit. Nee, mag ich überhaupt nicht. Spiele auf Zeit. Hm. Aber ich bin schon gespannt auf Teil 4 dann. Den habe ich ja noch nie gespielt. Ja. Aufschließe. You unlock the-
Ja. Neidbagge. You carefully replace the magic wand exactly as you found it. Gut. Türmacher. Aufgehen. Schlüssel verstecken. Bevor wir nochmal Stress kriegen. Mit der Männernen. Mit der Männernen. Männernen. Badibidibi. Männernen. Badibidi. Männernen. Badibidibi. So, dann warten wir erstmal, bis der alte Sack wieder aufwacht. Ja, stehen halt da rum, ne? Müssen wir mal schlafen. Kann man machen. Mein Anschnauzen tut er uns oder so. Mal gucken, wie er jetzt drauf ist. Jupp. Der Katze. Nochmal hoch. Fix me something immediately. Ich bin am Verhungern. Jetzt gib mir was. Ja, Alter. Haben wir überhaupt noch was zu essen führen? Keine Ahnung. Ja, doch. Gut. Ah, er hat einen Brei. Wir müssen ja immer den Brei auffüllen, ne? Von The Bärchens. Hier. Ja, der wartet auf sein Futter. Hier, es gibt was von McBärchen. Einfach gut. Bei McBärchen ist es einfach gut. Da wird was gegrillt? Der Männernen gegrillt und in die Tüten gefüllt. McBärchen ist einfach gut. Meister? Was ist dann? Hast du Familie? Was geht dich das denn an? Du bist das Nächste, was ich habe zu einem Vater. Und ich habe mich gewundert, ob es vielleicht noch erweiterte Familie gibt. Das ist nicht, dass dich was angehen würde, aber ich habe eine Schwester und einen Bruder. Keiner von beiden wäre interessiert davon, einen Sklaven zu kennen. Natürlich. Wie dumm von mir. Warum würden Sie sowas wünschen? Meine Schwester würde dich zu hässlich finden, mein Bruder zu männlich. Ja. Was heißt Scullery? Also du würdest ein besseres Dienstmädchen machen, als das, was du sonst machst. Scullery Maid? Scullery? Ich weiß nicht, was Scullery heißt. Mhm. Müsste ich googeln. Dann google mal. The Scullery Maid. Ich rede nochmal mit ihm, oder? Oh, der will nicht reden. Spülküchen. Scullery ist eine Spülküche. Also eine Küchenmarkt. Ja. Ey, Männern, jetzt hau mal wieder ab. Männern. Kannst du die Schüssel nehmen wieder? Ich probier's mal. Your relationship with the wizard isn't. Ja, wir haben ja noch den Wizard angefasst. Wir haben ja die Schüssel angefasst. Küche gehen, rausgehen, kurz rausgehen, Hühnchen füttern, weiß nicht. Das nervt alles drunter. Gehst du auf den Journey? Hä? Hat uns nur angeglotzt. Na, der alte Sack. Na gut. Hol die Schüssel nochmal, wir müssen ja nochmal zu den Bärchens, oder? Ich dachte, da ist dann eine neue Schüssel bei den Bärchens. Ach so, müssten wir die nicht wieder mitnehmen? Haben wir nicht. Wir haben eine leere Schüssel. Okay. Ich dachte. Ich guck mal. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ob wir die mitnehmen müssen, wenn wir wieder. Nö, ist weg. Bei McBärchens. McBärchens. McDonald's war viel besser, als es noch kindgerecht war. Das war so schön. Früher gab es bei uns einen Zug, wo man sich reinsetzen konnte. Ach, das ist ja niedlich. Ja, da waren wir immer mit der Oma. Ich finde auch, das ist jetzt mega, jetzt oute ich mich mega als alter Sack, aber ich fand auch Junior-Tüte besser als Happy Meal. Ja. Da war das Spielzeug auch noch besser in der Junior-Tüte. Ja, mach da, geh fort.
Der will weg und will seine Journey-Platten hören. Du musst den Schlüssel erst holen, bevor du runtergehst. Ach so, oh ja, ja, ja. Das wollten wir jetzt machen. Ja. Habe ich schon wieder vergessen. Kannst du alles einpacken? Da müssen wir bestimmt auch einen Zaubertrank brauen. Geht das? Take all. Haben alles genommen. Ja. Oh, ich hasse Timer. Ja, deshalb ist es einfacher, wenn du einfach gleich take die machen all mich, hast. Die machen mich schon wieder nervös, die ganzen Timer. So, und dann gucken wir gleich nochmal in Ruhe mit dem Schloss da. Du erkennst etwas Seltsames an einem der Bücher. Erst. Egal. Okay, mach. Die sind also, nämlich hohl, das spürst ja, du. Ja, ja, das, was ich halt selbst dann finde, ist, dass... Eins. Willst du das untere oder obere machen? Zwei, alles. Ja, das sind zwei verschiedene Codes auf dem Bild, was ich habe. Welches hast du denn jetzt angefangen? Bring mich doch nicht durcheinander. Ja, gut. Jetzt habe ich, nochmal. Ich mach dir alle, alles. Mach du. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Nice. Sag ich doch. Hol den Zauberstab noch. Ah, okay. Ah, gut, jetzt können wir das schnell machen. Schlüssel. Aufschließen. Und den Zauberstab des Meisters an uns nehmen. Und dann ab nach unten. Jawohl. Hoffentlich kann man da nicht fallen. Da kann bestimmt fallen. Dann speichert gleich nochmal. Okay. Ich mache ein neues Safe-Game. Geller. Geller. Da ist ein Buch. Ja, gut, dass wir gespeichert haben. Guck dir mal das Buch an. Das vorne das Buch, dachte ich. Ach, da. Ja. Atop the oak table are a large leather-bound book. Auf dem Eichentisch liegt ein großes ledergebundenes Buch. Becher, Flaschen, alles mögliche. Mörser. Ja. You take a closer look at the wizard's work table. Covered with gold trimmings, the old book's leather cover is cracked and worn, its pages yellowed and brittle. The title, however, is clear. The Sorcery of Old. Also der Titel sagt dir Zauber des Alten. Page of what you assume to be magic formulas. The ink. Da sind magische Formeln drin. Ist schwer zu lesen. Es ist handgeschrieben mit Tinte. Die meisten kannst du nicht lesen, aber einige sind deiner Sprache, die dir bekannt ist. Du behandelst das alte Buch vorsichtig, denn du merkst, dass es mächtige Magie enthält. Deine Hände zittern. Und du realisierst, dass es vielleicht deine Flucht vom bösen Menennen sein könnte. Oh, das ist am besten ein Bild machen, oder? Hab ich. Die Sprache der Tiere verstehen. Okay, was gibt's noch? Oh, das ist bestimmt praktisch für uns. Fliegen wie ein Adler oder eine Fliege. Teleportation. Auch gut. Einschlafen. Ja. Musikalisches Talent erweitern. Ah, das brauchen wir, ja. Einen Sturm heraufbeschwören. Mhm. Unsichtbar werden. Mhm. Jemanden in eine Katze verwandeln. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Ja. Gut. Da fehlt uns nur der Zauber dafür. Für jemanden in eine Katze verwandeln. Was wollen wir als erstes machen? Ich weiß es nicht. Ah, da fehlt auch eine Seite, hast du gesehen? Hinten ist eine Seite rausgerissen. Die müssen wir kriegen. Sollen wir das mal mit dem,
Flying Like an Eagle machen? Oder willst du erstmal, wie man musisches Talent macht, dass man die Gitarre kriegen können? Also, wir brauchen eine. Was müssen wir jetzt als erstes machen? Wir brauchen Safran. Welchen Zauber? Willst du das Fliegen machen? Du hast gesagt, das Fliegen. Ja, vielleicht doch erst das mit dem. Ich weiß es nicht. Das hätte ich, glaube ich, gemacht. Ich habe ja ein Bild gemacht, also. Okay. Heißen, trockenen Sand. Haben wir das? You're carrying a hand. Ja. Ja, und das. Hä? You shouldn't try making up your own spells. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Weiß nicht, restart. Nee, nicht restart, restore. Ach. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal kurz wechseln und jetzt spielst du mal ein bisschen. Jetzt mach ich ein bisschen? Ja. Okay. Im Keller. Oh, feed it in the Keller. Ich gehe nochmal auf meine Bilder. Ah. So, ich trinke mal einen Schluck. Welche ist denn meine Flasche? Die volle. Okay. Die meisten Flaschen sind nicht markiert oder beschriftet. Aber einige interessieren dich. Wir sollten auch wieder vorlesen und übersetzen für unsere Zuschauer. Also viele Sachen sind unbeschrieben, aber sie interessieren dich. Aber er nimmt halt irgendwie nichts davon, weiß ich jetzt nicht. Was ist denn da mit dieser kleinen Truhe? Das hier? Hm? Versperrt. Versperrt. Aber da passt bestimmt nichts drauf. Der gleiche Schlüssel passt doch sicher nicht da drauf, oder? Nee. Das funktioniert da nicht. Also wir brauchen, das ist das mit dem Seewasser, ne? Mhm. Das muss mit dem Meerwasser benutzt werden. Also das ist das. Das ist auf jeden Fall das Meerwasser. Ich muss da den Sand reinmachen, ne? Wir lesen es erstmal nochmal durch, bevor jetzt irgendwie. Also hier steht, add one handful of hot dry sand to a glass flask filled with seawater. Glas, also ja. Ist ein Glas, ist gerade Metall. Haben wir denn eine Glasflasche? Nee, aber du kannst bestimmt, da sind doch so ganz viele. Irgendwas musst du da doch rausnehmen können aus denen. Du bist kein Zauberer. Du solltest nicht wild und wahllos irgendwelche Sachen anfassen. Jetzt viele Sachen stehen auf dem Tisch. Und er scheint nicht gut aufzuräumen da. Guck nochmal an dem Schrank, da muss doch irgendwie eine Glasfiole sein oder sowas. Ja, das, da haben wir schon gelesen, das ist das mit dem hier vielleicht, mal gucken. Mhm. Der Schrank beinhaltet Skelette von kleineren Tieren und Vögeln. Schädel, einige menschliche Schädel und Knochen und andere seltsame Instrumente. Wie hattest du das eben gemacht? Hattest du das angefasst hier? Ja. Vielleicht kann man dann da ein Glas nehmen. Mörser und Stößel. Ein Kohle-Dingsbums. Okay, also was zum Anzünden dafür. Ein Bunsenbrenner. Aber halt keine Glasfiole. Nee. Vielleicht doch was anderes als das dann doch das mit dem Vogel zuerst. Guck mal. Entschuldigung. Language of Creatures ist hier noch. Flying like an Eagle. Put one pinch of saffron into a jar of rose petal essence. Mir sowas? Was ist das denn? Ja. Ja, das haben wir. Und Safran soll da rein, ne? Haben wir Safran? Weiß ich nicht. Fliegen. Katzenfell. Fisch. Mistletoe.
Hundehaare, Hähnchenfeder, Adlerfeder, Acorns, Kaktus, Schnecke, nicht Schnecke, Schlange, Tau. Das war Sand. Nee. Das ist Dünger. Also Safran haben wir nicht. Safran entspringt ja aus so Blumen, aus so... Ja. Vielleicht gibt es in der Wüste irgendwo eine Blume oder so. Die wir pflücken könnten, das könnten wir halt machen. Haben wir halt alles denn irgendwas, was wir machen können, schon an Zaubern? Teleportation. Spoonful of salt cranes with a mortar and pestle. Grind some sprig dried mistletoe in the mortar. Du könntest das Mikrofon ein bisschen näher an deinen Mund schieben. Causing deep sleep haben wir noch. Wickedy wickedy. Wickedy wucken. Bring a storm. Put one cup of ocean water in a bowl. Sollen wir das mal ausprobieren? Weil das kann ich, glaube ich. Ocean water. In eine Schüssel. Du musst den Zauber aufrufen. Du musst das Buch benutzen, unten. Und dann die Seite aufschlagen. Und dann kannst du es machen. So, okay. Weil du dann auch den Spruch rezitieren musst. Da, wie eine Seite hast du gedrückt? Wie hast denn du das gemacht? Wie bist denn du weitergegangen? Ja, klick doch einfach mal. Ja. Und dann, ja. Das wollte ich machen. Und jetzt? Exit? So, jetzt das da rein. Aha. Okay, das habe ich getan. Und dann sollte man, was habe ich gesagt, das da anzünden. You light the charcoal brazier. Slowly heat the bowl to boil. Okay. You place the bowl of ocean water on the charcoal brazier. You remove the bowl before it starts to boil. Okay. Und dann soll man da Matsch reinmachen. Also so Soil. Das war das also, hier, ne? Ja, das ist ja Dünger. Ja. Okay, probier's. Das da. Da rein. You shouldn't try making up your own spells. Du hättest es, glaube ich, erst rezitieren sollen, oder? Den Zauberspruch. Ja, uns fehlt Toadstool Powder. Was ist denn Toadstool Powder? Put one spoonful of mud in the bowl. Habe ich das falsch gemacht? Oh, ist das Lorapis? Guck doch mal, ob wir dieses Blut haben oder ob es da irgendwie den Regalen vielleicht liegt. Ja, man muss das sich doch mal ein bisschen besser angucken können. Da, da steht nur, die Schränke sind gefüllt mit vielen Dingen. Vieles ist interessant, aber meiste ist unbeschriftet. Ganz viele Fossilien liegen da. Da ist, ich kann nichts nehmen, ne? Fass das nicht an, das ist eklig. Sehr schön. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Ja, das hast du schon gesagt. Also wir versuchen hier irgendwas Magisches zu tun, wir sind halt nur nicht gut da drin, es tut uns leid. So. Power Timber Full of Dew, das haben wir. Dew haben wir, ne? Mhm. One tuft of fur from any animal into a bowl. Haben wir? Haben wir. Katze, Hund, ne? Haben wir? Rounded spoonful of ground fish haben wir. Place one dried reptile skin haben wir auch. Drop one small feather from any bird haben wir auch. Mix both content with your hand. Okay. Und dann den Zauber rezitieren. Dann probieren wir das mal, ja? Gut, also, erst die Schüssel.
Und in die Schüssel, haben wir gesagt, kommt das Duo, ne? Das war das in unserem Fingerhut, gell? Das hier, ne? Ja. Dann nehme ich das und mache das in die Schüssel. Das war Tiere verstehen. Da kann man echt mit der Katze reden, oder? Mein Bauchgefühl sagt mir, die Katze des Meisters ist eventuell ein Arschloch. Place one tuft of fur from any animal into the bowl. Oder? Sollen wir das vom Hund reinmachen? Nimm von der Katze. Von der Katze können wir uns jede Zeit. Ist das nicht, hatten wir nicht den Zauber in der Katze verwandeln? Brauchen wir das nicht? Ja, aber wir können uns doch jederzeit wieder neues Katzenhaar holen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde Katzenhaar nehmen. Weil die Katze können wir jederzeit. Ich würde das Hundehaar nehmen. Ja, darf ich das Hundehaar nehmen? Okay, dann nimm das Hundehaar. Ja. Sorry. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob die Katze böse war oder ob die Katze ein verwandelter, früherer Gideon war. Kannst du dir auch nicht mehr sagen. Add one rounded spoonful of ground fish. Das Grüne ist der Fisch, glaube ich. Nee, da drüber. Nein! Du solltest nicht versuchen, eigene Zaubersprüche zu erfinden. Es kann sich nur um Stunden handeln, ihr Lieben. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch geklickt habe. Du warst benutzen statt... Ja, glaub auch. Es ist halt einfach so. Ja. Bla, bla, bla. So. Thimbleful of Dew. Into the bowl. Dann das Hundehärchen drin. Dann der Fisch. Nee, das will er nicht. Vielleicht, weil es so viel Fisch ist. Kann das sein? Da steht nämlich One round spoonful of ground fish. Ich weiß, was du falsch machst. Was mache ich denn falsch? Da ist doch der Mörser und Stößel. Ja. Ground fish. Ah, ground fish. Also du musst den getrockneten Fisch erst mit Mörser und Stößel zu Puder zu malen wahrscheinlich. Okay, also. Trotzdem machen wir erstmal, wie es da gesagt hat, ne? Also erstmal das da rein. Dann das Hundehaar da rein. Dann hast du gesagt, soll ich hier exiten? Dann, weil ich es erst stößeln soll. Mörsern, genau. Dann. Hä? Aber, hä? 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 Guck dir den Fisch nochmal genauer an. The fish must have been on dry land for a considerable amount of time already, as its aroma is less than Der war schon lange an Land und sein Aroma ist nicht gerade wünschenswert. Soll ich das vielleicht machen, bevor ich den Zauber offen habe? Am besten. Don't touch anything unless you know what. Fass nichts an, wenn du nicht weißt, was du tust. Haben wir einen Löffel? Ja, wir haben einen Löffel. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich wäre kein guter Zauberer, das kann ich schon mal sagen. So. Heißt Leviosa, nicht Leviosa. Es tut mir leid, es ist eine wunderschöne Folge für euch, ich weiß. Es ist halt einfach, keine Ahnung. Dinge passieren. Du bist halt ein Hufflepuff. Okay, also, soweit hat das ja ganz gut geklappt, ne? Also, ich habe das da reingemacht. Alles richtig. So, dann haben wir hier das Hündehärchen geholt und da reingemacht. Alles richtig. So, was ist denn das hier? Das sind Fliegenflügel.
Dann brauche ich ja theoretisch als nächstes, ich benutze meinen Löffel mit dem Fisch. Nee. Wollen wir mal Pause machen an dieser wunderschönen Stelle von 30 Minuten und uns überlegen, wie man diesen Zauber hinbekommt? Können wir machen. Aber der sagt ja, du brauchst eigentlich Schuppen von einem Fisch. Ja, aber das... Waren da irgendwo noch frischere Fische? Soll ich gucken, ob ich noch was anderes habe? In der nächsten Folge dann. Lass mich mal noch kurz gucken, was einfach im Inventar ist. Also, wir haben... Katze. Die Mappe. Karte. Map heißt Karte. Ja. Fliege. Fisch. Adler. Mistelzweige. Ein Hühnchenfeder. Hundehaar. Schlangenhaut. Mountain Dew, also. Tau. Tau. Ahorn. Kaktus. Und Kaktus. Sand, Dreck. Zauberstab. Ja, dann. Das war's. Ja, dann weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, liebe Freunde. Jo. Sagt Tschüssi. Tschüssi. Da?